Mein Name ist Professor Rainer Partier. Ich bin hier der Laborleiter des EMV-Labors, unter anderem leite auch noch das Labor Messtechnik. Und unsere Aufgabe hier im Labor EMV ist es, die Studenten mit den Phänomenen der elektromagnetischen Verträglichkeit vertraut zu machen und ihnen Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man das EMV-Verhalten von Geräten verbessern kann. Daneben haben wir auch eine aktive Zusammenarbeit mit den Industrieunternehmen, hier vorrangig den Unternehmen aus dem KMU-Bereich, um diese bei der Entwicklung von Erzeugnissen bezüglich der EMV-Festigkeit zu unterstützen. Im Rahmen des Forschungsverbundes sind wir dabei natürlich in die Entwicklungskooperation und die Zusammenarbeit mit Industrieunternehmen sowohl aus der näheren als auch der weiteren Umgebung der Hochschule mit weiter befasst. In dem Labor haben wir zahlreiche Mess- und Simulationsgeräte zur EMV. Unter anderem sind wir also in der Lage, die leitungsgebundenen Störungen, also die Störungen, die ein Gerät über seine Netzzuleitung in das Energieversorgungsnetz zurückspeist, entsprechend normgerecht zu bewerten und zu entscheiden, ob das Gerät die Grenzwerte, die der Gesetzgeber vorgibt, einhält oder nicht. Wir haben in den letzten Jahren sowohl die Hochschule mit Weida selbst als auch mit der Unterstützung des Freistaates Sachsen und des Bundes ein sehr gut ausgestattetes EMV-Labor aufbauen können und deshalb auch prädestiniert sind, Unterstützungen der Industrie zu geben, aber natürlich auch unsere Studenten mit den neuesten Technologien zur Ermittlung von EMV-Störgrößen vertraut zu machen.